Yo Leute, was geht ab und willkommen zu einem neuen Video. Heute möchte ich euch zeigen, wie man einen Strauß fangen kann bei Atlas. Das ist eigentlich noch ziemlich schwer, weil die Scheißdinger sind echt schnell und wenn man die eingesperrt hat, machen die echt viel Damage. Was ihr jetzt dafür machen müsst, ist, ihr braucht zuerst mal Chili. Wo man die findet, kann ich euch auch gleich sagen, auf der Map, wenn ihr sie aufmacht, bei C1 oder B4 findet ihr echt viel Chilis. Was ihr jetzt machen müsst, ist, ihr müsst natürlich den wieder runterhauen, bis er fast kein Leben mehr hat, dass man ihn bouldern kann. Das heißt, die Bola anwerfen. Wenn nachher die grüne Schrift kommt, könnt ihr dem eine Bola anwerfen und die Chilischote ganz hinten rechts in den letzten Inventarslot machen. Wenn ihr jetzt hingeht, müsst ihr aufpassen. Ich habe dann eine neue Taktik rausgefunden, wie es viel besser geht, dass man den tämmen kann. Wie ihr seht, gehe ich da so von vorne hin und da muss man richtig aufpassen, weil der hat echt eine große Range, wo er einem treffen kann. Da muss man die ganze Zeit hinrennen und wirklich immer E drücken, dass man dem das Essen gibt und man sieht nicht, wie lange es noch geht und es ist richtig scheiße so. Ich habe eine coole Taktik rausgefunden, wenn ihr den flach legt, ihr müsst ja den 2-3 Mal legen, dass der umfällt, dass man ihn weiter tamen kann. Genau so, Leute, wenn man sich jetzt von hinten anschleicht, beim Rücken, dann schlägt er nicht mehr um sich. Das heißt, er liegt einfach da und ihr könnt da schön gechillt rumhängen und den schön tamen. Ohne Stress und nichts. Und was ich jetzt euch auch noch zeigen will, ist, wie man natürlich getamed hat. Das will ich euch zeigen, dass das richtig groß ist und auch schnell. Aber was ich euch noch zeigen will, wie das aussieht, wenn man den reitet. Das Teil ist so fucking awesome, Mann. Es ist wirklich groß, schnell, es kann springen, das Teil kann wirklich alles machen. Es macht nicht so viel Damage, das ist klar. Aber für was Damage machen, schaut mal, wie das Vieh abgeht, Leute. Und ja, ich hoffe, euch hat das kleine Tutorial gefallen. Wenn ihr neu auf dem Kanal seid, lasst bitte ein Abo da, die Glocke aktivieren, dass ihr kein einziges Video mehr verpasst. Und man hört sich im neuen Video wieder. Bye, bye.